beim MSV Duisburg. Auch so ein absolutes 6-Punkte-Spiel. Die Löwen haben ein bisschen mehr Zeit zur Regeneration. Die sind ja erst am Montag wieder gegen Halle. Und hätten eigentlich morgen frei. Aber der wird möglicherweise gestrichen, dieser freie Tag. Der Türkgücü München führt durch ein Traumtor von Erik Hottmann. Eingeleitet von Moritz Kuhn-Becker hier. Abwehrversuch, der zweite Ball bei Sararer. Hottmann, Deichmann, das ist so ein bisschen Ping-Pong. Und Steinhardt macht den dann als Vorbereiter scharf für Hottmann. Und was ist das für eine Ballbehandlung? Und Marco Hiller geschlagen. Zweites Profitor von Erik Hottmann. Bringt Türkgücü München hier in Führung. Und wie hat Andreas Herer vor dieser Partie gesagt?